Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, mit diesem Video möchte ich gerne meinen Beitrag zur diesjährigen Klassikerwoche, und zwar zur dritten Klassikerwoche, beitragen. Die Klassikerwochen wurden von der lieben Sophie vom Kanal Verstand ins Leben gerufen und befinden sich nun mittlerweile auch schon im dritten Jahr. Ja, noch ein paar Tage gehen die Klassikerwochen bzw. Wochen, und zwar noch bis zum 31. Mai. Also ihr habt noch ein paar Videos für euch. Und ja, aber nun erstmal zu meinem Video. Ich möchte euch in diesem Video zwei Werke bzw. ein Werk und ein Sammelband von dem Autoren Franz Kafka vorstellen. Als ich auf der Suche nach einem Thema war, beziehungsweise nach Werken war, die ich euch sehr, sehr gerne vorstellen möchte, ist mir eigentlich sehr schnell der Autor Kafka in den Sinn gekommen. Zum einen, weil ich noch Werke von Kafka hatte, die ich noch nicht gelesen hatte und noch sehr gerne lesen wollte. Und zum anderen, ja, ich schon sehr, sehr lange sehr begeistert von Kafka war, beziehungsweise bin, und ich mir dachte, ich teile mit euch meine Begeisterung, vielleicht kann ich ja auch sogar den einen oder anderen, ja, mit dieser anstecken. Zum allerersten Mal bin ich mit Kafka in Berührung gekommen in meiner Abiturzeit, aber ich denke, das sind schon einige, viele von euch, beziehungsweise nicht einige, viele, sind einige von euch ebenfalls wie ich in der Schulzeit in Berührung gekommen, und zwar war das damals die Verwandlung. Hier in dieser Hamburger Leseheft-Variante haben wir es sehr, sehr ausführlich besprochen und Stück für Stück gelesen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich so gut, würde ich sagen, die Einzige war, aber ich gehörte zu der Minderheit, die das Werk sehr, sehr gerne gelesen haben und auch sehr gerne besprochen haben. Ja, aber nun zu den Werken, die ich für dieses Video euch allen anderen bekannt sein sollte, ist ein zentrales Thema von Kafka die Beziehung zu seinem Vater. Die Beziehung zu seinem Vater ist eine sehr konfliktgeladene Beziehung. Sie ist wenig harmonisch und ich denke auch, sie ist geprägt von sehr, sehr vielen Missverständnissen. Und genau diese Beziehung zu seinem Vater beschreibt Kafka in dem Brief an den Vater, der ursprünglich eigentlich auch an den Vater übermittelt werden sollte, dies allerdings nie geschehen ist. Hier beschreibt Kafka, wie er die Beziehung zu seinem Vater empfunden hat und was die einzelnen Konflikte mit ihm gemacht haben. Er beschreibt auch ein Stück weit, was er für ein Mensch ist, also dass er ein sehr, sehr sensibler Mensch ist, ein in sich gekehrter Mensch ist, dass er die Ruhe braucht zum Schreiben, dass er nicht wie sein Vater ist, also ein sehr temperamentvoller Mensch und sehr bei jeder Situation, sag ich mal, hochfährt und außer sich gerät. Kafka ist das totale Gegenteil, wie gesagt, er ist sensibel, sehr in sich gekehrt und er braucht auch die Ruhe und die Einsamkeit, um schreiben zu können. Und genau diese Sensibilität, dieses in sich gekehrte, stößt halt mit dem Vater sehr, sehr oft in Konflikten, in Missverständnissen. Und der Vater kann es einfach ein Stück weit nicht verstehen, wie Franz Kafka, wie er ist, und dass er aus seiner Sicht nicht den Biss hat, durchs Leben zu kommen und vielleicht auch das Geschäft zu übernehmen. Auch wenn das Werk jetzt schon einige Jahre älter ist und die Konfliktthemen durchaus nicht mehr zu 100% in unsere heutige Zeit zu überführen sind, sind dennoch einige Themen dabei, wo ich mir sage, so ja, die Konfliktsituation, die könnte man, die hat man vielleicht in ähnlicher Weise bereits selber durchlaufen, beziehungsweise kennt man von anderen. Ich sage mal zum Beispiel, man möchte einen Beruf erlernen und die Eltern sind nicht ganz begeistert davon, oder die Eltern möchten, dass man ihr Geschäft übernimmt oder ihre Firma übernimmt und man eigentlich ganz andere Interessen hat. Solche Themen werden hier auch behandelt, wo ich mich sehr
wo ich sehr erstaunt war, dass die Themen manchmal die gleichen sind wie in der heutigen Zeit. Das fand ich wahnsinnig interessant, weil man hat ja immer das, so ein Stück weit das Gefühl, dass die Themen bzw. die Konflikte durchaus schon sich gewandelt haben oder dass die Familien sich gewandelt haben, aber eigentlich ist es nicht so. Klar, bestimmte Themen, zeitgenössische Themen werden sich immer ändern, aber so grundlegende Diskussionen werden, glaube ich, in jeder Familie geführt, wie zum Beispiel die Berufswahl als Beispiel, werden, glaube ich, immer ein zentrales Thema sein, wenn sie so verschieden zueinander sind. Was ich an, an dem Brief an den Vater des Weiteren mochte, war die Stimmung, die sehr, sehr, ich würde nicht sagen düstere Stimmung, aber melancholische Stimmung, die sehr, sehr ruhig war und immer versucht war, die Schuld, die aufgezählt wurde oder welche Fehler man gemacht hat, dass die immer so ein bisschen abgemildert werden durch dieses ruhige, melancholische Erzählen. Und Kafka hat auch immer versucht, die Schuld von dem Vater wegzuweisen und zu sagen, ja, du wusstest es in dem Moment nicht besser oder ich wusste es damit. Also es ist keine direkte Schuldzuweisung und das mochte ich sehr, sehr, sehr gerne. Klar, in manchen Situationen merkt man schon, dass man halt dem anderen die Schuld gibt, weil es natürlich nur eine einseitige Berichterstattung ist oder eine einseitige Sichtweise, die wir hier erfahren. Aber trotzdem ist es immer versucht, Kafka hat immer versucht, nicht die Schuld, also nicht mit dem Zeigefinger zu schreiben und zu sagen, du bist schuld und deswegen bin ich geworden, wie ich bin. Sicherlich hat der Vater dazu beigetragen, dass Kafka geworden ist, wie er ist, dass er ja ein sehr ruhiger Mensch geworden ist, und aber auf der anderen Seite ist es halt so, Kafka hat für sich entschieden, dass, oder beziehungsweise er hat sich dahin entwickelt, dass er so geworden ist, wie er ist. Was ich an dieser Ausgabe auch mochte, war, dass neben dem Brief an den Vater auch noch Anmerkungen beziehungsweise ein Text zur Entstehung des Textes verfasst worden sind und quasi der eigentliche Brief an den Vater nicht so alleine dasteht, und zwar noch einzelne Anmerkungen zum Wortgebrauch der damaligen Zeit, und die Person des Vaters wird nochmal näher beschrieben, auch die der Mutter, und somit wird der Brief an den Vater nochmal in einen Kontext gesetzt, wo der Brief nochmal so einen Rahmen drumherum bekommt und man nicht das Gefühl hat, dass man jetzt jedes Werk, das man von Kafka liest, unter dem Konflikt zum Vater betrachten muss. Ich glaube, beziehungsweise ich habe nämlich das Gefühl, dass viel zu oft in den Werken von Kafka immer wieder der Konflikt zu dem Vater gesucht wird, beziehungsweise wenn man Kritiken oder Interpretationen liest, dass oftmals immer nur der Konflikt zum Vater betrachtet wird. Und durch diesen Rahmen, den man für den Brief an den Vater bekommt, wird auch nochmal deutlich, dass nicht jedes Werk, was man von Kafka liest, unter diesem Konflikt zu sehen hat. Und ich finde, das machen die Anmerkungen sehr gut, beziehungsweise auch das Nachwort, was einem so ein bisschen die Versuchung wegnimmt, jedes Werk auch dahingehend zu interpretieren. Wer sich schon ein Stück weit mit dem Leben von Kafka auseinandergesetzt hat, dem kann ich dieses Werk nur empfehlen, weil er noch ein bisschen in die Gefühlswelt bzw. in das Innere von Kafka noch ein Stück den Blick bekommt und vielleicht sich auch die eine oder andere Frage dadurch aufklären lässt. Mit knappen über 100 Seiten, ich gucke gerade nochmal, mit ungefähr 108 Seiten ist es, denke ich, auch ein Werk, was man sehr schnell gelesen hat. Bei dem nächsten Werk, welches ich euch von Kafka vorstellen möchte, handelt es sich um
Ja, den Erzählband, welcher von Reklam zum 150. Geburtstag nochmal neu aufgelegt worden ist. Hier sind viele verschiedene Erzählungen von Kafka zusammengefasst worden, welche sowohl in Zeitungen als auch in einzelnen Werken herausgegeben worden ist. Ja, die Erzählungen sind quasi von sehr, sehr kurz bis doch etwas länger. Wie zum Beispiel die Verwandlung ist doch ein etwas größeres Werk, bis hin zum Beispiel, es fällt mir gerade der Name nicht ein, zum Beispiel ein Brudermord, welches nur zwei Seiten ging. Und zwei Seiten sind hier wirklich nicht sehr lang. Mir hat die Mischung aus sehr kurzen Erzählungen und etwas längeren Erzählungen sehr gut gefallen. Ich mochte es, dass immer wieder der Stil von Kafka auch bei den kurzen Erzählungen immer wieder deutlich hervorgekommen sind. Und ich mochte immer mag ich auch bei all seinen Werken, diese Melancholie, dieses leichte Erzählen, aber doch auch sprachgewaltige. Ich mag auch, dass man eine Erzählung niemals lesen konnte und dann einfach die nächste beginnen konnte. Ich fand sie sehr tiefgreifend und ich habe persönlich sehr, sehr lange nachgedacht bei manchen Erzählungen und habe auch manchmal, um ehrlich zu sein, auch etwas länger gebraucht, um die Quintessenz dieser Erzählung zu erkennen. Und mochte aber auch, dass das Nachdenken darüber, das Nachdenken, wie habe ich es verstanden, wie ist es bei mir angekommen, was habe ich dabei gefühlt, mochte ich unheimlich gern. Sicherlich hat diese kurzen Erzählungen den Nachteil, dass sie nicht für jeden was sein könnten, auch dass sie streckenweise thematisch sehr, sehr unterschiedlich sind. Zum einen handelt es sich um Themen wie um den Tod oder wie bei der Verwandlung, um die Beziehung zu seinem Vater und was sie mit einem Menschen machen kann oder welchen Einfluss Menschen auf andere Menschen haben und welche Auswirkungen das haben. Das hat mich ehrlich gesagt nicht so gestört, aber ich kann mir vorstellen, dass es den einen oder anderen stören könnte. Nichtsdestotrotz habe ich die Erzählungen, von denen ich natürlich einige bereits kannte, sehr, sehr gemocht und ich kann sie auch nur empfehlen zu lesen. Was sich hier natürlich sehr gut eignet, ist, dass man das Buch nicht hintereinander weglesen kann, sondern halt immer eine Erzählung nach dem anderen und vielleicht auch zwischendurch mal eine Pause machen könnte. Das bietet sich hier natürlich sehr, sehr gut an, vor allem dadurch, dass sie auch thematisch sehr unterschiedlich sind. Ich kann, wie gesagt, das Buch nur empfehlen, vor allen Dingen für alle Kafka-Freunde, die vielleicht bisher auch nur die Verwandlung gelesen haben oder nur in der Strafkolonie bzw. das Urteil. Ich kann diese kleinen Erzählungen nur empfehlen. Vor allem mochte ich dieses Format, weil es sich auch sehr gut eignet, um für unterwegs zu lesen und man es schnell immer in die Handtasche stecken konnte. Und wie gesagt, ich kann dieses Buch nur empfehlen und würde mich freuen, wenn ihr mal berichtet, ob ihr es als letztes habt. Möchte ich euch gerne noch ein anderes Werk über Kafka vorstellen, welches ich euch ebenfalls nur empfehlen kann. Und zwar handelt es sich um die Novelle Kafka von David Zane Merowitz und Robert Crumb aus dem Reprodukt Verlag. Und zwar handelt es sich hier um eine graphic Novelle, die das Leben von Kafka aufzeigt mit einer Mischung aus Zeichnungen und doch durchaus einigen Textpassagen. Hier wird mehr auf die Texte gelegt als auf die Zeichnungen. Das heißt nicht, dass die Zeichnungen schlecht sind. Mir haben sie sehr gut gefallen. Sie sind in Schwarz-Weiß gehalten und sind so, sehr grob beziehungsweise sehr schemenhaft. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich habe das Werk sehr gerne gelesen und auch wenn ich das Leben von Kafka mir bekannt ist und mir dieses Buch auch nichts Neues gezeigt habe, war es doch eine Lektüre, die mir nochmal den Werdegang von Kafka gezeigt hat und wie sein Leben zur damaligen Zeit war und was er
ja, in seinem Leben so durchgemacht hat. Wer also sich noch nicht an eine Biografie herangewagt hat, weil ich finde halt auch immer, dass die Biografien von Kafka sehr wuchtig sind und sehr, mit sehr vielen Seiten beschickt sind, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Einstieg, um ja, in das Leben von Kafka einzutauchen. Und ich kann es euch nur empfehlen, mir hat es damals doch sehr viel Spaß gemacht. Das soll es nur von mir gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch das ein oder andere Werk von Kafka näher bringen und euch vielleicht auch darauf neugierig machen und ihr Kraft dazu. Vielleicht kennt ihr auch bereits die Werke, die ich euch vorgestellt habe. Dann würde mich natürlich interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch ganz viel Spaß bei den restlichen Videos von der Klassikerwoche, beziehungsweise falls ihr die davor noch nicht gesehen habt, wünsche ich euch natürlich auch noch viel Spaß für die Videos. Und ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin, tschüss!